bin's Moni und heute beginnt ein neues Kapitel auf meinem YouTube-Kanal. Muss ich ganz ehrlich sagen, es sieht so aus, als wäre ich so übelster Möbel-Messi oder so. Bin ich tatsächlich nicht, das ist, ja. Aber es ist halt einfach furchtbar. Es ist furchtbar. Und das muss hier irgendwie einen Grund her und das soll hier hinterher auch richtig, richtig cool aussehen mit ein paar Verstaumöglichkeiten und natürlich so ein paar Räumen, die ich neu gestalte. Also ich sehe hier wahnsinnig viel, auch wenn ihr nichts als Müll gerade seht. Ich bin nämlich umgezogen und zwar in die oberste Etage von unserem Haus. Das sind hier ungefähr 50 Quadratmeter. Der Raum ist trotzdem schon voll. Das heißt also, das allererste, was wir hier brauchen, ist ein Schrank und der kommt genau hier hin. Also Schritt Nummer 1, wir bauen erstmal alles ab. Das ist hier Toms alter Schreibtisch, das ist so eine Marke Eigenbau. Nicht mehr so ganz schön, war damals einfach notwendig, weil Tom ist ja relativ groß, aber der muss jetzt einfach weg. Wir haben hier genau eine Strecke von 3,59 Meter und diese Strecke füllen wir einmal komplett und machen daraus quasi einen Einbauschrank. Es läuft ja nicht immer alles nach Plan. Wie ihr seht, musste ich das Ganze hier einmal absägen, denn die Schrauben da drin, die sind so festgezogen, da ging einfach nichts mehr. Jetzt sind es nur noch ein paar Schrauben und dann ist der Tisch endlich abgebaut. Tisch ist verschwunden. Parallel dazu habe ich natürlich auch an dieser Stelle schon mal die Rauffaser entfernt, die Löcher sind gespachtelt und es ist gestrichen. Das heißt, in diesem Bereich ist jetzt endlich Platz für den Schrank. Und die Basis dafür hole ich jetzt. Tada! So, und jetzt heißt es messen. Die Basis für meinen Einbauschrank bildet das IKEA IWA-System. Die Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, liegen klar auf der Hand. Als allererstes ist dieses Regal absolut wandelbar. Das, was so super praktisch an diesem Regal ist, sind diese kleinen Stifte, die ich an jede Position des Regals anbringen kann. Dadurch kann ich die Holzeinlegeböden sowohl in der Höhe variieren, als auch natürlich an der Anzahl. Das heißt, ich kann das Regal jederzeit an meine Bedürfnisse anpassen. Zweitens ist das Regal ultra robust, denn pro Regalboden haben wir einen Tragglast von 50 Kilo. Und drittens, das ist natürlich der wichtigste Punkt, kreative Köpfe brauchen viel Platz und diesen Platz bietet mir dieses Regalsystem mit 50 cm Tiefe. Also was natürlich praktisch ist, dass das Ganze einfach auch aus Holz ist, das heißt, ich kann das hinterher auch noch in einem Farbton anstreichen mit einem tollen Look. Also das, was mich natürlich richtig stört, ist diese blöde Steckdose da unten. Die ist eigentlich ganz praktisch, aber an der Stelle jetzt mit dem Regalsystem natürlich ultra ungünstig. Ich dachte, ich komme drum rum, irgendwelche Steckdosen abzubauen. Das Regal steht, die Ausrichtung passt soweit. Jetzt geht es darum, die Stützkreuze hinten zu entfernen und das Ganze einmal an der Wand zu fixieren. So, bevor ich das Ganze jetzt hier aber von der Wand wegschiebe, müssen natürlich erstmal die Bohrlöcher definiert werden. Das ist besonders wichtig, denn wenn ich dann einfach das Stützkreuz entferne, wird es eine ganz schön wackelige Angelegenheit. Um das dann besser fixieren zu können, müssen die Bohrlöcher natürlich einfach schon da sein. So, jetzt müssen wir natürlich wieder durch die Betonwand und dazu brauchen wir wieder unseren Bohrhammer. Für die Befestigung an der Wand habe ich mir hier Landschaftsdübel besorgt. Die haben sich in der Vergangenheit wirklich sehr bewährt. Auf meinem Kanal habe ich neulich eine Trennwand gebaut und genau diese Schrauben und Dübel verwendet, um das Ganze sicher und richtig fest an der Wand zu montieren. Und wenn euch das Video interessiert, dann schaut doch mal hier oben in der Infokarte, da habe ich euch das Video dazu verlinkt. Diese Stützkreuze hier sind dafür da, dass das Regal nicht in sich zusammenfällt. Wenn ich jetzt alle entferne und das Regal hinten an die Wand schieben möchte, habe ich ein bisschen Angst, dass das wirklich zusammenklappt. Also werde ich mindestens ein Stützkreuz einfach so ein bisschen nach vorne verlegen. Da komme ich ja später auch wieder ran und kann es wieder abschrauben. Yeah.
super cool. Alle Schrauben sind tatsächlich im Dübel gelandet und das Ganze steht jetzt schon richtig, richtig fest. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch richtig anziehen. So, das Regal sitzt jetzt bombenfest an der Wand. Das Notfallstützkreuz kann entfernt werden. Das heißt also, die Basis steht und jetzt geht's los mit der Eimerschrankoptik. Damit das Ganze hinterher auch passt, brauchen wir noch ein paar Hilfsleisten. Denn wenn ich jetzt hier an der Stelle eine Tür einsetze, dann sieht man, da oben geht es ja nicht weiter und das sieht weniger cool aus. Deswegen behelfen wir uns mit so einer Hilfsleiste. Das heißt also, genau hier vorne wird eine zusätzliche Leiste angebracht, die ganz genau bis zur Decke geht. Und dann kann die Tür hier angelehnt werden und das passt perfekt. Und es sieht so aus, als würde es wirklich ein Einbauschrank sein. So, damit wir hier draußen keine unschönen Bohrlöcher haben, fixieren wir das Ganze einfach auch von innen. Die mittleren Pfosten sind fixiert. Jetzt geht's weiter mit den Seiten. So, für die Seiten habe ich mich hier für ein Glattkantbrett entschieden. Das muss natürlich aber entsprechend an der Seite zurechtgesägt werden. So, die Kante hier habe ich jetzt mit der Handkreissäge abgetrennt und jetzt schauen wir mal, ob es passt. Na, 1A. So, ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben hier drinnen natürlich noch ein kleines Spaltmaß. Das ist aber gar nicht weiter schlimm, denn hier drinnen kommt noch eine Leiste ran, die das Ganze dann auf die richtige Ebene bringt. Hier unten am Fußboden, da kommt natürlich noch eine Leiste vor, sodass das Ganze richtig ordentlich abgeschlossen ist. Ja, was die Kosten angeht, war das Ganze natürlich jetzt hier nicht so ohne. Jede Tür kostet um die 30 bis 40 Euro. An dieser Stelle aber eine Tür selber zu bauen, das war nicht wirklich sinnvoll, denn für 40 Euro, seien wir mal ehrlich, das kriegt man eher schlecht hin. Dieses Projekt hier bekommt man sogar locker an einem Tag umgesetzt. Der Stauraum ist jetzt erstmal geschaffen, aber denkt dran, das ist erst das erste Teilprojekt meiner neuen Werkstatt. Ich räume jetzt den ganzen Kram hier ein und wenn du meinen Kanal abonnierst, dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder, wenn es bei meinem Werkstattprojekt weitergeht.